ist ja der Hammer. Wow, was ist das alles? Hier gibt's viele Vorräte. Werkzeug, Saatgut. Vorräte weit über dem Verfallsdatum. Alter. Ob so was noch irgendwo gibt auf der Welt? Was war das für ein Geräusch? Das ist so krass, ey. Das sieht so geil aus. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Okay, los geht's. Oh Gott, ist das schwer. Du. Scheiße. Im Moment denke ich eher an meinen Rücken. Scheiße. Wow. Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Okay, aber eigentlich wollte ich jetzt erstmal da hinten gucken. Scheiße, hoffentlich komme ich hier wieder raus. Oh nein. Weil da durch den kleinen Fluss hätte ich auch noch schwimmen können. Da war noch irgendwas gewesen. Schade, ich wäre da gerne nochmal eben lang geschwommen. Naja. Das kann ja auch wieder nur irgend so ein Rätsel sein hier. Und das Wasserrad, was nach 500 Jahren immer noch läuft. Naja. Mal sehen, was passiert. Symbole auf den Kugeln passen nicht zu denen im Licht. Okay, jetzt die Frage. Achso, wenn ich jetzt. Ja.
so, okay. Ach so, okay. Alles klar. Also, man kann die hier drehen und dann kann man die auf den... Okay, ich denke mal, den brauchen wir auf jeden Fall. Ich drehe den mal einfach mal auf das. So machen wir das. Achso, natürlich nicht wegrennen. Also Halbmond und Wea, so hätte ich mir das denken können. Bitte. Was ist das? Wow, schau. Statuen. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Aldrich, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Wer war noch gleich dieser Albasra-Typ? Kam aus dem Mogulreich, einer der Soldaten auf der Gangi Sabai. Warum verbündet er sich mit Avery? Angeblich sollte er hingerichtet werden. Während des Kampfes kam er frei und sprengte das Pulver. Avery hat ihn großzügig aufgenommen. So gedreht kriegen zu dem. Ah ja, guck mal. Erst war er niemand. Dann wurde er ein Echter. Okay, achso, dann müssen wir den auch noch mal drehen. Ich weiß noch gar nicht, wo wir den. Können wir den da drehen? Ah ja, das geht. Ihr beide Symbole gleichzeitig. Ach, verkackt. Schlamse. Sollte ich jetzt vermeiden. Ach, verarsch mich nicht, ey. Gehen die jetzt beide gleichzeitig? Ohne dass der andere sich mitdreht. Na bitte. So. Also scheint es doch so zu klappen. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Sieht maurig aus. Naja, ist er auch. Was macht er so weit weg, wenn er Mama ist? Wie wir. Er sucht sich ehrlich. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Okay, achso, den muss ich dann ja auch noch. Du hast es! Mhm. Nicht schlecht, das ist doch der einfach, Rest wie ich dachte. Richard Wand, Edward England,
Thomas Tomb. Sam, schau, da geht's lang. Hey, Moment mal, das sind nur 11 Piraten. Unser Star-Pirat fehlt. Aha, schon seltsam. Mhm. Okay. Mal sehen. Mal sehen, was jetzt passiert. Okay, wohin jetzt? Deine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Hm. Puh, das geht ganz schön tief runter. Hm. Würde ja nicht so gerne runterspringen. Es geht, okay. Also, Nathan, und sei bitte ehrlich, wie ist das jetzt, verglichen mit deinen anderen Abenteuern? Frag mich das am Ende nochmal. Ist das Gewitter? Mach keinen Scheiß. Ist hier noch irgendwas? Nee. Reiß dich bitte, bitte, bitte! Ha! Ist nicht gerissen. Schön. Die Insel ist auch geil. Also hier würde ich mal gerne Urlaub machen. Ach, da ist der Eingang, wo wir vorhin nicht weiterkommen. Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Ach so. Okay. Kann ich da jetzt so runterspringen? Ich weiß es nicht. Okay, das geht. Ich kann die Höhe mal irgendwie nicht so einschätzen. Okay, die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ich bin so aufgeregt, mir zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl. Entweder das oder braucht eine Zigarette. Vielleicht etwas mit beidem. Jetzt fängt es langsam an, ein bisschen stürmisch zu werden hier. Mache ich mir ein bisschen Sorgen, ne? In der Hand hat er ein Fernrohr, aber er schaut nicht wirklich durch. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Okay. Also man kann da praktisch hochrennen, okay. Na, dann wollen wir mal hochlaufen. Achso, da können wir auch schon wieder klettern, das ist ja sehr schön. Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Na los, dann komm. Okay, Kevin. Sehen wir hier? Da. Und? Große totenkopfförmige Insel? Na? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Ja. Ich wusste, unser Freund Rafe? Ich wusste es. Thank you.
Ich muss von diesem Strand runter. Sam! Sam, hörst du mich? Vielleicht flussaufwärts. Ja, ich höre dich. So, das war wieder eine Folge Uncharted 4. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Uncharted 4 mit Konsolendog. Tschüss, bis zum nächsten Mal.